Die Fluggesellschaft Swiss gibt uns in einem aktuellen Social-Media-Post einen ziemlich interessanten Einblick in die Anzahl an neuen Arbeitsplätzen, die aufgrund eines neuen Flugzeuges in der Flotte der Fluggesellschaft entstehen und besetzt werden müssen. Dabei werden ziemlich konkrete Zahlen genannt und damit ja auch mehr oder weniger konkret Menschen genannt, von denen wir als Passagiere in einem solchen Flugzeug fast gar nichts mitbekommen, weil vieles natürlich auch im Hintergrund stattfindet. Das macht die Sache umso spannender und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt in einem kurzen Video. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, kurzen und ganz entspannten Video heute. Wie ihr merkt, ich bin wieder unterwegs, das Ganze heute also wieder aus dem Hotelzimmer. Der eben angesprochene Post der Fluggesellschaft Swiss, der soll vor allem eine Aussage verbreiten. Und zwar geht es darum, dass die Fluggesellschaft in den nächsten 6 Monaten ganze 700 neue Leute einstellen möchte. Und das ist echt nicht zu unterschätzen. 700 neue, qualifizierte Mitarbeiter, die möchten erstmal gefunden werden. Die Schweizer Fluggesellschaft mit ihren aktuell knapp 90 Flugzeugen in der Flotte transportiert pro Jahr etwa 18 Millionen Passagiere. Das kann man sich so vorstellen, als wäre der Hamburger Flughafen nur für Swiss-Passagiere zuständig, würde dort nur Swiss-Flugzeuge und Swiss-Fluggäste abfertigen, dann kommt man in einem Jahr auch auf etwa 18 Millionen Leute. Damit das alles mehr oder weniger reibungslos funktioniert, arbeiten bei Swiss zum aktuellen Zeitpunkt etwas mehr als 9000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten. Davon sitzt etwas mehr als ein Drittel am Boden und kümmert sich dort um alles. Etwas mehr als 4300 Leute arbeiten bei Swiss aktuell als Flugbegleiter oder Flugbegleiterin und die knapp 90 Flugzeuge der Airline werden von gut 1400 Piloten bewegt. Ganz simpel gerechnet, also 15 bis 16 Piloten pro Swiss-Flugzeug. Auf der Langstrecke teilt man bei der Airline dann auf in eine Airbus-Flotte und in eine Boeing-Flotte. Dabei gibt es 14 Maschinen vom Typ A330 und 5 Maschinen vom Typ A340-300 auf der Seite des europäischen Fluggerätes. Und mittlerweile kamen 10 Boeing 777-300ER von den Amerikanern zur Fluggesellschaft. Die erste davon kam erst im Januar 2016, alle anderen dementsprechend danach. Das sind also noch keine wirklich alten Flugzeuge, denn die 777-300ER, diese 10 Maschinen, die wurden alle von Swiss gekauft, wirklich für Swiss gebaut und Swiss betreibt die jeweiligen Flugzeuge dann natürlich als Erstbetreiber. Somit sind die Flugzeuge auch von innen absolut identisch ausgestattet. Das ist kein zusammengewürfelter Haufen, sondern die Dinge haben alle 8 First-Class-Sitze, 62 Sitze in der Business-Class und ganze 270 Sitze in der Swiss Economy-Class. Vielleicht erinnert ihr euch jetzt sogar noch daran. Die Lufthansa Group, zu der eben auch Swiss gehört, die hat sich gerade erst Mitte letzten Jahres dafür entschieden, 16 neue Flugzeuge zu kaufen. Davon 12 Airbus A320, 6 davon mit den in Anführungszeichen klassischen Triebwerksoptionen aufgrund der schnelleren Verfügbarkeit und 6 weitere Airbus A320neo. Dazu gab es dann nochmal 2 Boeing 777-Frachter für die Lufthansa Cargo und eben auch 2 neue Boeing 777-300ER für die Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Das Ganze natürlich mit der Absicht, die Boeing-Langstreckenflotte der Fluggesellschaft bis zum Jahr 2020 auf 12 Maschinen zu vergrößern. Erklärung war damals die Profitabilität der Swiss. Swiss kann mit diesen Flugzeugen Geld verdienen und der Gewinn von über 500 Millionen Schweizer Franken, den man im Jahr 2017 erwirtschaften konnte, wurde so mehr oder weniger direkt über den Umweg Lufthansa Group in 2 neue Flugzeuge investiert. Denn die dürften mit ein bisschen Mengenrabatt ziemlich genau so viel gekostet haben. Und damit wieder zurück zur jetzt veröffentlichten Grafik. Demnach schafft eine neue Boeing 777-300ER in der Flotte der Swiss ganze 155 neue Arbeitsplätze. 25 Arbeitsplätze entfallen dabei auf den Job des Piloten oder der Pilotin und 125 Arbeitsplätze entstehen in der Kabine des Flugzeuges für Flugbegleiter oder Flugbegleiterin. Dazu kommen auch noch 10 Techniker, die sich um das neue Flugzeug kümmern sollen. Und das jetzt eben zweimal für 2 777-300ER, das sind schon mal 300 neue Leute bei Swiss. Daneben erhöht sich mit den zusätzlichen Flugzeugen natürlich auch der Bedarf an Personal bei Catering, Cleaning oder generell zur Abfertigung des Flugzeuges am Flughafen. Wie diese Zahlen zustande kommen, ist denke ich mal vollkommen klar. Denn das neue Flugzeug soll natürlich, so wie jedes andere Flugzeug bei jeder anderen Fluggesellschaft auch, so viel wie möglich in der Luft unterwegs sein, mit Passagieren. Denn nur da kann das Flugzeug wirklich Geld verdienen und geflogen wird eine 777-300ER von 2 bis 3 Piloten und bei Swiss mit 13 Flugbegleitern.
Das wiederum bedeutet, um eine Boeing 777-300ER bei Swiss möglichst rund um die Uhr betreiben zu können, benötigt man in der Planung oder im Vorhinein fast 10 vollwertige Besatzungen für das Flugzeug. Und das sind natürlich alles Vollzeitstellen. Und wenn man das mal überlegt, dann sind das schon eine ganze Menge Leute. Auch wenn man mal überlegt, dass die auch alle bezahlt werden möchten. Die beiden neuen Flugzeuge für Swiss sollen übrigens in den ersten Monaten des neuen Jahres 2020 ankommen. Ist also auch alles gar nicht mehr so lange hin. So, und jetzt haben wir schon etwas mehr als 300 neue Mitarbeiter, also auf die beiden neuen Boeing 777-300ER verfrachtet. Jetzt war ja aber eben die Rede von 700 neuen Mitarbeitern in den nächsten 6 Monaten. Und das bedeutet, Swiss benötigt auch auf anderen Flugzeugen neue Mitarbeiter. Insgesamt möchte man nämlich in den nächsten 6 Monaten 500 neue Flugbegleiter oder Flugbegleiterinnen einstellen. Das sind gute Nachrichten, also wenn ihr da schon immer mal Lust drauf hattet, Swiss benötigt in naher Zukunft also auf jeden Fall ein paar neue, gute Leute. Aber auch Piloten werden bei der Fluggesellschaft gesucht. Bis zum Jahr 2021 möchte man insgesamt 230 neue Verkehrsflugzeugführer einstellen. Und da fangt ihr zwar nicht direkt auf der Boeing 777-300ER an, aber schlecht aufgehoben ist man auf einem Swiss A320 oder auf einem Swiss A220 auf der C-Series natürlich auch nicht. Das sind doch auf jeden Fall schon mal gute Zeiten. Das hört sich gar nicht so schlecht an. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren auch in diesem kurzen Video ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.